war einmal eine junge Frau, die hieß Maria. Ihr ist ein Engel begegnet und hat gesagt, fürchte dich nicht, ich habe eine gute Nachricht. Ihr wird ein Kind bekommen, ihr sollt es Jesus nennen. Es soll Gottes Sohn sein. Auch Josef begegnete ein Engel im Schlaf. Maria wird ein Kind bekommen, sagte er. Es ist der Sohn Gottes. Ein Herold kam in die Stadt und sprach ein Gebot des Kaiser Augustus aus. Der Kaiser Augustus möchte wissen, aus wie viele Leute in seinem Reich leben. Ihr müsst euch alle zählen lassen. Dazu müsst ihr in eure Heimatstadt gehen. Dann machen sie sich auf den Weg, Josef und Maria. Maria ist hochschwanger und sie haben einen ziemlich weiten Weg vor sich. Dann gehen sie zu einem Wirtshaus und fragen, ob sie einen Platz dort haben, ob sie dort übernachten können, da Maria hochschwanger ist. Aber der erste Wirt hat leider keinen Platz und schickt sie leider weiter. Aber nirgendwo werden sie reingelassen, weil alles voll ist. Sie werden dann zum nächsten Gasthaus geschickt. Sie gehen dann immer weiter. Sie werden zum Stall geschickt.
Nur ein Wirt hatte noch einen Stall für sie. Dort brachte Maria Jesus zur Welt. Auf dem Feld hüteten die Hirten ihre Schafe. Und dann kam ein Engel und hat gesagt, fürchtet euch nicht, ich habe eine gute Nachricht. Der Retter ist geboren. Er liegt in einem Stall. Und es waren noch ganz viele Engel hinter ihm und haben gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Und dann, und das ist der König für alle Menschen geboren ist. Die Hirten machten sich auf den Weg und schauten in jeden Stall, den sie fanden. Sie freuten sich sehr, als sie Jesus gefunden hatten. Und dann laufen sie zur Hütte oder zum Stall. Und als sie da sind, stehen Josef und Maria neben der Krippe, wo Jesus drin liegt, in Windeln gewickelt. Und die Hirten kommen dorthin, bestaunen das Kind, freuen sich mit und es kommen auch noch weitere Leute, die es gehört haben und die sich mit hinstellen und dann zusammen feiern. Das Baby ist geboren und das heißt Jesus. Nachdem sie Jesus gesehen hatten, machten sie sich auf den Rückweg zu ihren Tieren. Sie erzählten allen, was sie gesehen hatten.